in die Pedale. Vom 1. bis zum 21. Juli 2019 geht das Stadtradeln in die zweite Runde. Auch in diesem Jahr nimmt Tuttlingen wieder an der Aktion teil. 2018 waren wir zum ersten Mal dabei und sind als Mittelstadt in unserer Größe sind wir Sieger geworden beim Stadtradeln. Und wir werden natürlich 2019 wieder antreten und ich hoffe und wünsche mir, dass noch mehr Teilnehmer zu verzeichnen sind und wir unsere gute Position verteidigen können. Aber es geht eigentlich um was anderes. Es geht darum, dass wir das Fahrrad als ein Verkehrsmittel der Zukunft wahrnehmen, es stärken. Und in einer Stadt bietet es sich nicht nur bei gutem Wetter an, auch aufs Rad umzusteigen, um so Zeit zu sparen und nebenbei auch was fürs Klima zu tun. Mitmachen ist auch ganz einfach. Wer sich registriert und die entsprechende App auf seinem Handy installiert, trägt während der 3 Wochen mit jedem geradelten Kilometer zum Gesamtergebnis der Stadt bei. Darüber hinaus können sich Firmenteams, Schulen, Vereine oder andere Zusammenschlüsse auch wieder in Gruppenwertungen messen. Wer kein Handy hat, kann trotzdem mitmachen und seine Kilometer auf der Internetseite eintragen oder auch ganz analog mittels Erfassungsbögen. Die Registrierung zum Stadtradeln ist ab sofort unter www.stadtradeln.de/tuttlingen möglich. Also los! Jeder Kilometer zählt!